kutsch mal den Bus in den Hafen, klar? Zucker! Süßigkeiten! So, ihr Dummschnäbel. Ihr habt wohl gedacht, ihr kommt hier rein, ohne zu bezahlen. Jetzt mach mal einen Kopf zu. Wir sind absolute Vollhänger. Uns krümelt die Kohle nur so aus den Lauschlappen, kapische? Aber das können wir nicht einfach an die große Bimmel hängen, sonst Vollneiding. Ja, na klar, das verstehe ich vollkommen. Dann habt ihr ja sicher nichts gegen einen kleinen Spaziergang durch unseren Schottermelder einzuwenden. Ohne Schotter kein Zutritt in den Supersüßigkeiten-Supermarkt. Ein lecker Lollipop. Horsch, Makokowski, Kuelle, Lutschkelle. Schön abschleckern. Danke für eure Hilfe, Mädels. Die Familie muss doch zusammenhalten. Ganz schön den Kopf verdreht. Irgendwie sind wir voll im falschen Film, alter Verwalter. Na, wart's mal ab, das absolute Highlight kommt ja noch. Hey, nimm sofort deine Gierkuppen von meinem Hinterteil. Okay, wie du willst. Tschüss. Ihr blöden, eingebildeten Machos. Na, wie hat euch die kleine Einlage gefallen? Doch, ich hab schwer Nackenaua. Lusche. So eine Last ist nicht lustig. Looky, look. Eine fette Blütensimse. Ach, was denn ich sag? Kennst du etwa keine Sumpfrosen? Hallo, Alter. Na, Logokeule, diese Sumpfrosen machen Honig. Und Honig ist cooler Zucker. Zucker, Zucker. Kann ich euch behilflich sein? Wir wollen eine Ladung Honig. Unser leckerer Honig kostet aber eine Kleinigkeit. Habt ihr Kohle dabei? Nö. Null Kohle auf Flasche, nix Honig, alte Flasche. Ja! Habt ihr Kohle besorgt? Nö. Null Kohle auf Tasche, nix Honig, alte Flasche. Schon klar. Ich wollte dir auch nur verklickern, dass auf 3 Uhr ein lecker Nektar-Pollenstängel abwurzelt. Wow! Wo ist denn der Nektar? Bingo! Ich hab die süße Sauerei gefunden! Junge, ist das mega köstlich! So ein Ätzkäse! Die haben alles abgebunkert! Na, das wäre doch gelacht! Schön QL bleiben! Das war nur falscher Alarm! Los, gib uns den Safe zurück, Alter. Ich hab ihn beschützt! Wie wär's mit einem vollmundigen Thank You? Ups, da ist uns die Hand ausgerutscht! Hallo, Hallöle, Schwesterherz. Ich kenne euch nicht. Dann stell mal die Globsche auf Lupenstärke. Wir sind's doch, Mary Ann und Charlie. Wir haben uns vor 10 Sommern versumselt und waren auf einer Globenumrundung. Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. Tut mir leid. Oh, Sekunde. Ja, sicher. Jetzt fällt's mir wieder ein. Natürlich. Mary Ann und Charlie, was für eine Freude, euch zu sehen. Na, wer sagt's denn? Na, das ist aber eine Überraschung. Ja, na, wenn das nicht nach Abfeiern schreit. Wie wär's mit einer Runde Freihonig für alle? Was ist? Oh nein, dafür müsst ihr ackern. Oder habt ihr das etwa verlernt? Ackern wir? Na klar, aber feste. Nee, ist nicht. Kannst du knicken, Oberbrumser? See you in 10 Sommern, Honey. Nein, halt! Kommt auf der Stelle zurück! Wir und ackern. Die soll mal schön allein die Felder bestellen. Aber Ete, Petete, und was nun? Ihr hättet gar nicht mehr hier aufkreuzen sollen, wenn ihr nicht arbeiten wollt. Los an die Arbeit, ihr Schlunzen. Du kannst uns nicht nötigen. Na, schöne Kröne kannst du doch. Seht ihr all die hübschen Blumen? Alles klar, Schwestern, dann macht euch schon mal frisch und bringt euren großen Nektarsauger in Hart-8-Stellung, ihr flügelkranken Faultulpen. Totale Rundung, totale Hallu-Attacke. Ich hab voll den Pollenalarm. Warum das Meer grün und haarig ist. Ist ja nicht zum Aushalten. Zieh dir das mal rein, Keule, eine aufgeblasene Ringelnatter greift an und will mich mit Haut und Schnabel verschlingern. Los, saug sofort weiter, du durchgeknallte Nörgelelse. Alles blau, das Meer ist wieder blau. Na, hallöle, Schwestern. Und, habt ihr euch wieder an den gewohnten Lauf gewöhnt? Oh nein, ihr müsst nicht antworten. Wisst ihr auch wieso? Es steht euch beiden nämlich in den Gesichtern geschrieben.
Na schön, kommen wir jetzt zu den wichtigen Dingen im Leben. Zeigt mir jetzt, was ihr auf Tasche habt. Wow, supi super toll. Gratuliere, Schwestern. Das bringt auf unserer nächsten Party romantische Stimmung in die Höhle. Dann mal gute Nacht, Mädels. Okay, die Sumsen schnorcheln sich einen weg. Hier, und sei vorsichtig. Wenn du sie wachrüttelst, sind wir erledigt. Ich leg los, danach kannst du mal deinen reinhalten. Schleck schneller, ich halt's kaum noch aus. Ich mach ja schon Flotte Lotte. Hey, jetzt bin ich aber mal dran. Alter, du ziehst dir ja alles rein. Ist doch gar nicht wahr. Krasses Ding, Kollege, das glaubst du mir nie, nicht? Was hast denn du schon wieder? Das Ding ist abgefrühstückt. Ich wollte echt was übrig lassen. Wo sind denn die Sumsen hin? Glubsch mal himmelwärts, du egoistische Schlabberwurst. Kleine Verhauung ist gut für die Verdauung. Und jetzt werdet ihr für das, was ihr gestohlen habt, erstmal Kohle abdrücken. Nicht das. Bist du dir ganz sicher, Frechdachs? Absolut, du Ringelflöte. Los, kommt, Freunde, stampft diesen Müll ordentlich zusammen. Haut an, sofort aufhören, halt. Ich mache alles, was ihr wollt. Ich back euch einen voll abgestürzten Ananaskuchen. Oh ja, seine Kuchen sind sehr lecker, Schlecker. Na, das wäre doch mal eine nette Abwechslung. In Ordnung, ich nehme das Angebot an. Rühr schneller, Alter. Die Schwestern und ich schieben totalen Hunger. Ja, jetzt komm mal ein bisschen aus der Hüfte, du gemeiner Honigdieb. Könnten sich die Herrschaften vielleicht noch 2 Minuten gedulden?